Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem kleinen Kanal Prevels Pudelrudel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es einmal um ganz etwas anderes. Heute geht es einmal um ein kleines Rasseporträt rund um den Zwergpudel. Der Zwergpudel ist ein Kleinhund mit einer Schulterhöhe bis maximal 35 cm und einem Gewicht irgendwo um und bei 6 Kilo, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ein Zwergpudel wird zwischen 14 und 17 Jahre alt, ist ein äußerst robustes, absolut gelehriges und unglaublich familiäres Tier, liegt sehr, sehr gerne bei euch, schmust, was das Zeug hält, aber er ist auch kein Langeweiler, der Zwergpudel oder die Zwergpudeline. Da habt ihr mal unser ganzes Pudelrudel, da war die Feline noch klein. Er ist auch sehr wissbegierig und interkommunikativ. Das heißt, er ist sehr, sehr mitteilsam, der Zwergpudel. Und er ist einfach auch manchmal ein Clown ohne Gleichen. Und unglaublich intelligent. Da macht die Philly dem Arti unsere Terrassentür auf, weil er das da noch nicht gelernt hatte. Die Kleine kann da schon. Schaut mal. Und der Zwergpudel liebt das Toben ohne Ende. Genauso wie ausgedehnte Waldspaziergänge und ist für ganz viel Blödsinn zu haben. Schaut mal, da geht's ab auf die Bäume. Das machen die immer. Und toben am Strand mit Spielzeug, apportieren. Alles sein Ding. Und Wasserratten sind das auch. Nicht immer. Manchmal. Kommt aufs Wasser drauf an. Kunststückchen lernen ohne Ende und mit euch spielen, was das Zeug hält. Immer dabei, immer gelehrig. Schaut, die Amy kann beidseitig High Five und kann auf zwei Beinen laufen. Das macht denen auch nichts und kann sich dabei drehen. So ein Zwergpudel hat kein Fell. Er hat Haare, so wie wir auf dem Kopf. Deswegen fusselt er nicht und haart auch nicht. Braucht aber doch Fellpflege. Alle 6 bis 8 Wochen, da müssen die drei zum Friseur von uns. Wir machen das mittlerweile selber. Aber das solltet ihr wissen. Es wächst ungefähr so schnell wie unsere Haare auf dem Kopf. Und bürsten auch. Am besten jeden Tag, damit da nichts verfilzen kann. Kommen wir mal zu den Kosten für einen Zwergpudel. Regelmäßige Tierarztbesuche mit Impfen und Medikamenten. Dann am besten sehr, sehr hochwertiges Futter, das ist ja ganz selbstverständlich. Und wenn man nicht selber schert, so wie wir, dann kommen ungefähr 40 bis 50 Euro an Friseurkosten auf euch zu und auch Steuern für euren Hund. Aber im Allgemeinen, der Zwergpudel ist ein idealer Familienbegleiter, wirklich ein traumhaftes Tier. Wir haben schon unglaublich viele Hunde gehabt, aber der Zwergpudel hat uns bisher am meisten begeistert. Einfach ein idealer Begleiter. Ja, und wenn ihr der Meinung seid, so ein Zwergpudel, der passt zu mir, dann schaut doch einmal, unsere kleinen Racker sind ab heute bei eBay Kleinanzeigen zu sehen. Ich setze euch mal den Link unten in die Kommentare und schaut mal, wie lieb die beiden sich haben. Der Briggs und der Balu. Kommen wir langsam zum Ende des Rasseporträts, der Zwergpudel. Klein, fein, kurz und knapp. Man kann natürlich noch viel mehr erzählen, aber der Zwergpudel ist einfach ein idealer Familienbegleiter. Denkt dran, abonniert unseren Kanal. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Und Steffi und Arti sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal.